Aber wollen wir doch mal sehen. Der war doch hier irgendwo immer zugange, dieser blöde Hai. Dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Ruhe noch hier im Paradies. Ich wollte ja wieder los. Ich wollte ja auch mal zu Adventure Island gehen mit euch. Aber wir sind ja hier noch nicht fertig. Da hinten ist noch das Wrack. Aber da waren wir, glaube ich, schon, ne? Noch ein bisschen abtauchen hier die Umgebung. Ein bisschen umgucken. Da ist er doch. Den habe ich jetzt. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stranded Deep hier bei uns im Paradies. Wir sind ja hier zum Paradies gefahren, haben uns doch schon so ein bisschen umgeguckt hier. Ich habe jetzt mal noch ein bisschen, bin ich fleißig gewesen. Der Sturm hat sich inzwischen längst gelegt, aber die Nacht ist auch hereingebrochen dabei. Da hinten alles leergeräumt, also die ganzen Lehmbrocken weggeholt und alles, was da so rumlag. Und dann habe ich auch schon tüchtig Lehm gesammelt. Wir hatten ja da drüben irgendwo Lehm gefunden. Den habe ich abgebaut. Guck mal, hier sind schon mal wieder eine ganze Menge. Und da noch. Da unten nicht, ne? Ne, da. Da sind auch hier von den Brocken welche, die ja da waren. Hier auch Lehm. Also eine Menge Lehm habe ich mitgenommen. Ich habe auch so ein paar von den Fasern, wie ihr gesehen habt, da jetzt eingepackt. Jo, und jetzt müssen wir mal gucken. Hatte ich nicht hier auch noch irgendwo so Lederriemen liegen gehabt? Weil ich habe noch nicht alles Lehm abgebaut. Andererseits, da kommt immer mal wieder doch dieser blöde Hai. Wir sollten vielleicht mal auf Haifang gehen, ne? Davor brauchen wir hiervon mehrere. Ich habe jetzt den einen, der ist noch ganz gut in Schuss. Was kostet der eigentlich? Dann machen wir nämlich anstatt, hier habe ich schon geguckt, anstatt einer verfeinerten Spitzhacke, machen wir uns lieber die Speere. Wo sind die eigentlich? Grobspeer? Wo ist denn der verfeinerte Speer? Pfeile? Hier. Auch ein Leder, ein Steinwerkzeug und ein so ein Speer. Wie viel liegen denn hier? Drei, ne? Eins, drei. Mit dem wären es dann vier. Ich glaube, mit vier müssten wir klarkommen, oder? Nee, ich glaube, lieber acht. Na, haben wir aber nicht. Hier die vier. Okay. Wollen wir mal gucken, wie sieht es denn aus mit Essen und Trinken? Ja, trinken könnte ich. Gleich wieder nachfüllen. Ja, es ist zwar noch Nacht, aber hier auf der Uhr, Viertel vor fünf, das wird jetzt gleich hell. Also dann seht ihr auch wieder mehr. Ja, Leder, verdammt nochmal. Wo ist denn das? Ich hatte doch noch welches, oder? Warte, jetzt gucken wir mal hier in den Kisten. Die habe ich ja auch noch gar nicht ausgeplündert. Guck mal da, haben wir schon mal zwei. Ich brauche aber noch mehr. Da ist kein. Da auch nicht. Da auch nicht. Zwei haben wir hier. Ja, pass auf, dann mache ich mal Steinmesser. Das müsste ich doch auch so können. Eins, zwei. Ne? Jetzt müsste ich doch zwei Stück davon machen können, ne? Nee. Was fehlt noch? Ach so, Stöcker, ne? Pass auf, dann muss ich hier... Jetzt aber. Auch nicht. Hä? An die Sperre bauen. Müsste doch alles gehen. Dann müssen wir das hier machen. Einmal. Und zweimal. Haben wir schon mal zwei davon. Die müssten ja jetzt hier drin sein. Drei. Ich brauche noch mal Leder. Ich glaube, ich habe auf dem Schiff noch nichts. Gut, dann lassen wir nämlich noch ein bisschen was von dem Lehmzeug hier. Ist ja nicht schlimm. Ich habe ja jetzt eine Menge abgebaut. Boah, lass mich doch mal hier drauf. Ach so, ich habe ja übrigens die Fässer, die da hinten in dieser Kammer noch waren, auch die habe ich da dran gemacht. Ich habe extra ein Loch gelassen hier, weil hier außen sollen dann auch nochmal Fässer und dazwischen machen wir dann andere Schwimmkörper, zum Beispiel die Kugeln oder so. Ja, ich habe hier noch Leder. Ich meine, ich müsste hier noch irgendwo... Oh, dann haben wir schon von den Gewehrdinger einiges. Ah, jetzt seht ihr, wird langsam hell. Also gut. Ich meine, ich hätte irgendwo schon fertiges Leder, hab schon, ne, ich meine Rohleder sowieso.
Aber da können wir ja hier jetzt nicht unbedingt was mit. Ah, hier! Nimm mal alles mit. Ja, hier ist nichts mehr, ne? Da ist die Lampe ausgegangen. So. Okay. Ich möchte mir nämlich jetzt mal diesen blöden Hai da zur Gemüte führen. Der nervt nämlich. So, das haben wir, Steinmesser brauchen wir dann also. Und diese Speere. Wie viel Leder habe ich? 3. Dann mache ich auch 3 Steinmesser. 1, 2, 3. So, dann nehmen wir hiervon 3. So. Das kann ich am besten so machen. 1, 2. Ich hatte noch einen davon, kann das sein? Machen wir den. 1, 2, 3. Siehst du? So, wie viel habe ich jetzt? Mal eben gucken. 4, 5, 6 Stück. Hier haben wir noch einen. Ich habe aber kein Leder mehr, ne? Dann lassen wir den hier, oder? Ist ja egal. Ich will mir jetzt diesen blöden Hai greifen. Ich will nur noch ein bisschen warten, bis man besser sehen kann im Wasser. Das ist möglicherweise nicht so ganz einfach. Was kostet eigentlich, wenn wir jetzt hier so einen Verband machen wollen? Wir brauchen Seil und Stoff. Da sollte ich einen von machen. Och nee, ich wollte keinen groben Speer machen. So, das ist vielleicht ganz gut. Gleich nachfüllen, besser ist. Wie geht's mir eigentlich hier? Trinken könnte ich noch 2. So. Jetzt wird's langsam, ne? Aber wollen wir doch mal sehen. Der war doch hier irgendwo immer zugange, dieser blöde Hai. Dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Ruhe noch hier im Paradies. Ich wollte ja wieder los. Ich wollte ja auch mal zu Adventure Island gehen mit euch. Aber wir sind ja hier noch nicht fertig. Da hinten ist noch das Wrack. Ah, da waren wir, glaube ich, schon, ne? Noch ein bisschen abtauchen hier die Umgebung. Ein bisschen umgucken. Da ist er doch. Den habe ich jetzt erwischt. Kommt der nochmal? Der hat mich, glaube ich, schon gebissen, ne? Guck mal, der hängt fest. Den muss man etliche Male kriegen. Ha! Wir haben ihn. Das ging ja leicht. Hing der wirklich irgendwie so ein bisschen fest? Bin ich eigentlich verletzt? Ich denke schon, ne? So, komm mal mit, du Hai. Jetzt ist hier aber erstmal ausgeheilt. Ja, manchmal dauert das schon länger, aber der hat wohl festgehangen. Deswegen konnte ich da so oft reinhauen. Ja, hat mich zwar einmal gebissen, das hat mich aber jetzt nicht sonderlich gestört. Haben wir noch genug Platz? Ja. Ein großes Leder. Braucht man gar nicht so viele Speere, ne? Naja, jetzt haben wir sie. Ich hatte mir das ein bisschen aufwendiger vorgestellt. Aber umso leichter. Ja, machen wir uns jetzt erstmal ordentlich Mampfi noch. Und dann gucken wir uns hier um. Vielleicht muss ich hier auch so ein Ledertünnes bauen. Mal gucken. Weil wenn ich die Spitzhacke machen will, dann kann ich auch zu Hause. Ich kann ja nochmal wiederkommen. So, haben wir jetzt alles. Das sind große Portionen. 3 große Portionen. 3 große, 3-mal rohes Leder. Ne, um da dieses Leder zu haben, was man verarbeiten kann, diese Lederriemen, muss man da ja so ein Teil haben. Ich guck mal eben nach. Ist doch hier, ne? Webstuhl? Ne, das ist das nicht. Hier. Gerbgestell. 4 Seil und das ist aber einfach zu machen. Mit 4 Seil und 4 Stöckern ist das schon zu machen. Ist nicht so das Problem. So, schön nachfüllen hier. Wie geht's? Alles super. So, das bringen wir weg, das Leder. Das ist natürlich ziemlich durcheinander alles hier.
So. Ich fange mal hier an, weil hier fange ich an zu packen. Ach, guck mal, da ist noch Platz, sehe ich gerade. Da ist viermal Leder. Pass mal auf. 1, 2, 3, 4. Jetzt nehmen wir das Leder. Damit das so ein bisschen zusammen ist. Wo war noch Platz? Hier, ne? So. Jetzt habe ich ja hier meine Kiste, wo ich die Dinge unterbringe. Da werde ich jetzt auch mal 4 von den Speeren unterbringen. Das ist schon mal gut. Haben wir noch Platz? Nee. Auf die Seite hier mache ich dann die beiden rein. Und einmal das. Der ist auch bald hinüber. Gut. Ach ja. So, ich glaube, wir kochen schon mal ein bisschen. Den müssen wir auch noch machen. Den nehme ich schon mal weg, oder? Ich bin ja jetzt aber satt. Ja, trotzdem, den nehme ich weg. Und jetzt lege ich den irgendwo hin, wo ich wiederfinde und weiß, dass er das ist. Was ein großer Brocken. So, und dann machen wir die auch noch. Ach, Entschuldigung. Müsste auch noch drauf passen, ne? Genau. Bisschen Holz rein. Reichen die beiden? Ja. Was gibt das schon Wetter? Wieder ein Wetter hier? Oh. Feuer an. So. Dann haben wir damit auch mal das große Fleisch gesehen, ne? Aber das war wirklich leicht. Da haben wir wirklich Glück gehabt, dass der da so ein bisschen festgehangen hat. Jetzt können wir dann hier erstmal noch so ein bisschen die Insel erkunden. Ja, das Fleisch, das wird bestimmt gammelig, ne? Das kann ich ja jetzt einfach mal ausprobieren. Mir geht es ja wirklich gut, dass ich das mal ausprobiere. Ob das gammelig wird, das Fleisch, oder ob man das liegen lassen kann. Können wir das noch? Ja. Ich weiß jetzt noch nicht so genau, wie ich das machen soll. Ich glaube, ich muss hier auch so eine Sortier... machen, aber wir haben hier nicht so viel Platz. Moment, die hatte ich doch hier hingeschmissen. Dann bleibt das dabei. Dann legen wir dieses kleine Band hier bei der Lampe hin. Und ich hatte doch auch schon irgendwo... Ja, machen wir hier hin. Dann haben wir diese komischen Teile. Und die auch. Das ist für mich einerlei. So. Fischfangsperre hierhin. Die findet man ja auch laufend, ne? So. Was haben wir da noch? Bretter? Ach du liebe Güte, alles durcheinander. Schon wieder voll. Ja. Hierhin. Nicht ins Wasser kullern, bitte. Ah ja, erste Futter ist schon fertig. Dann haben wir hier noch Stoff. Bretter. Wo legen wir die hin? Hier. So, Seile. Ach, immer diese Sortiererei. Irgendjemand hat mal geschrieben, ich weiß nicht, ob das im Kommentar war oder so, nee, Stranded Deep habe ich mal angefangen, habe ich irgendwann dran gegeben. Mir ging das Sortieren auf die Nerven. Ja, so ein bisschen... Jetzt habe ich aber hier gleich die Kisten leer. Ja, die sind jetzt leer. Eine Kiste nehme ich mit. Und da ist ja noch Platz für eine Kiste. Na? Wir werden ja nochmal hier hinten... Hier, guck mal, die kann da unten rein. Zack. Was mache ich denn da rein? Was ist denn hier? Alles mögliche durcheinander, ne? Ich habe jetzt irgendwas gehört. Was ist denn hier? Ach, den ganzen Kabel. Wir wollen Flaschen. Ja, hier ist noch Platz. Dann machen wir hier nochmal Flaschen dazu. So, ach Gott. Und Zeug. Und Taschenlampen. All und Zeug. Ja. Da hinschmeißen. Dann das gehört hierzu. Dann haben wir noch Taschenlampe. Fernglas. Dann dieses Gedöns. Ist aber nur einer, ne? So, jetzt haben wir das raus. Was will ich...
Ah ja. Was will ich denn auf jeden Fall mitnehmen? Das kann man ja ruhig hier lassen. So ein paar Sachen kann man ja hier lassen. Mitnehmen möchte ich aber auf jeden Fall das. Weil das brauchen wir ja für unsere Pflanzkästen. Aber das andere kann ich hier lassen. Hier, die nehmen wir auch mit. So. Das haben wir alles zu Hause auch. En masse können wir alles hier lassen. Ja, das lassen wir auch hier liegen. Das packe ich vielleicht ordentlich in Kisten, damit hier nicht so eine Müllhalde ist. So. Jetzt müsste ich eigentlich, wenn wir schon beim Aufräumen sind... Oh, ist das ätzend. Ich will aber erst da die Fachböden sozusagen drauf machen, wenn ich die Seite voll habe hier. Ich hätte ja ganz gerne hier nochmal drei Fässer gefunden, ne? Gibt schon wieder ein Wetter. Oh. So, was ist denn jetzt hier? Guck mal, da haben wir auch noch Flaschen. Das ist alles so durcheinander. Haben wir hier noch Platz? Ne, das ist voll mit vier. Hm. Da unten... Da passt noch einer rein, ne? Ja, einer. Dann mache ich hier weiter. Da haben wir das schon mal. Das ist auch nochmal so quasi Versorgung. Okay. Habe ich irgendwo die... Oh, guck mal, viel von dem Lederzeug. Ja, hier, guck, da können wir den noch beipacken. Und was ist da noch? Ne, da. Da geht es dann sonst mit dem Lehm weiter. Die Kiste ist jetzt noch leer, ja. Da haben wir die Bretter. Guck mal, können wir die auch noch dabei packen. So. Ja, ich muss das nicht so ganz akribisch machen. Nur, dass ich nicht so viel Platz verschwende. Von dem, was hier liegt, muss ich sonst eigentlich nichts großartig mitnehmen, ne? Nee, das kann eigentlich hier bleiben. Ich habe jetzt hier die Kisten. Die können da auch so bleiben. Jetzt packe ich den ganzen Mist hier in die Kisten. Die Lampe bleibt da. Das können wir auch so liegen lassen. So, Kiste. Ja, das ruhig. Wie bleibe ich denn noch frei da? Da machen wir nämlich das auch rein. So. Gut, was habe ich jetzt noch hier? Ach Gott, je. Dann haben wir hier noch das und das und das und das. Die Seile nehmen wir mit. Das bleibt hier, Lampe. Ja. Warte mal, die hätte ich doch voll gemacht, ne? Oh je, jetzt kommt die Sonne hier richtig zur Sache. Na gut, ich lasse auch mal einen... Kann ich den so greifen? Einen von den Hämmern hier. Bett? Bett? Ja, ne, da. Ah, jetzt habe ich doch das Bett gegriffen. Na gut, das müssen wir eh... Oh ja, den Hammer lasse ich dann hier liegen. Ist das jetzt eigentlich alles schon geräuchert? Gekocht ist halt erst, ja. Dann warten wir noch. Ich muss mich abkühlen. Ich muss mal schwimmen gehen. Ich muss mich beeilen. Sonst kriege ich einen Sonnenstich. Ich will aber noch das Bett eben unterbringen. Ja. Lass mich mal hier raus. So, jetzt schnell ins Wasser. Aber so, wo ich ein bisschen untertauchen kann. Weil hier gar nicht so einfach ist, ne? Muss ein Stück weit weg. Ah, hier reicht's aber schon. Nicht, dass jetzt so ein Hai ankommt. Das ist nicht ausgeschlossen. Guck mal, hier haben wir schon wieder eine Insel. Wie sieht's eigentlich aus? Jetzt mal gucken. Oh, da muss ich noch ein bisschen... Na? Spät ist das, ja. Nach 15 Uhr ist das sowieso schon so weit Nachmittag, dass da nichts passiert. Das ist relativ einfach gemacht. Ja, ach, jetzt geht das schon wieder los mit Wetter. Und ich wollte nochmal hier gucken, ob ich vielleicht noch irgendwo so einen Wrack finde. Da schnell die Palmen da oben drauf.
Ach ja. Natürlich wieder Sturm. Was haben wir denn hier noch? 12% ist nicht so viel, aber dann kann ich ja hier das Zeug noch einsammeln. Das wächst ja nach, ne? Dann haben wir da einiges von mit. Kann man nie genug von haben. Ich muss auch mal wieder nach Hause. Ich muss mal gucken, wenn da jetzt zu Hause anderes Wetter ist, dann sind mir womöglich meine Kartoffeln vertrocknet. Aber wir haben immer noch nicht das letzte Hubschrauberteil gefunden. Eine Wasserwelle, eine Wand da, ne? Eine richtige Wand, Wasserwand. Jetzt sieht man die Steine, die hier trockengelegt werden. Ach, guck mal da, Steine zum Abbauen sind hier auch noch. War ich da hinten schon? Ja, oder? Hier, ne? Stein mit Spitzhacke abbaubar. Gott. Ist auch interessant. Ganz schön seicht hier. Das Paradies hat aber nicht immer paradiesisches Wetter. Also wenn ich das einstellen könnte hier beim Bauen der Inseln, dann würde ich hier sagen, hier ist von 30 Tage ist 29 Tage das Wetter toll. Ab und zu hast du mal einen Sturm, der zieht, der hält sich dann auch mal vielleicht 2 Tage und dann ist wieder wochenlang Bombenwetter. Hier ist auch nichts weiter. Das ist das einzigste Wrack. Man müsste mal hier so ein bisschen außen nochmal so ein bisschen tauchen. Aber ich glaube, hier ist so sonst nichts mehr groß. Ne? Was ist denn da? Das sind so eine komischen Grafikfehler da. Die sind schon ewig da gewesen. Aber hat er immer noch nicht im Griff. Und es hat auch in der Höhle da, wo das ganze Zeug drin liegt, da hat es auch reingeregnet. Also dieser Fehler ist leider immer noch da. Ach, guck mal. Was ist denn da drin? Ja, das Übliche. Komm mit. War ich hier noch nicht auf dem Wrack? Warte mal. Da hab ich doch leer geräumt. Weißt du? Hab die Kiste nicht gesehen. Und das nicht. Und jetzt war so typisch, wenn ich nämlich jetzt mal mich erinnere, was in der Kiste war, ne? Dann kann ich nämlich das hier noch bequem in die Kiste packen. So. Ja, aber sonst wrackmäßig ist hier nicht viel. Ne? Kann man hier noch irgendwo rein? Unten? Ne, nicht wirklich. Nö. Ist schon entspannter, wenn der eine Tigerheidehemmer rumgespalabiniert ist, nicht mehr da ist. Was liegt denn da? Habe ich da was parat gelegt? Hä? Das liegt so, sieht da so aus, als wäre das. Ach, guck mal. Klar, nehmen wir die mit. Natürlich. Oder habe ich die da abgelegt? Nein, oder? So, hier dann sammeln wir die noch ein und hoffen auf besseres Wetter. Die Steine müssen wir eigentlich auch alle einsammeln. Passt das noch? Oh, ja. Was kriegt das andere? Was hat der denn? 80. Ne, nehmen wir lieber das Messer. Das könnte man leichter neu machen. So, hier waren auch Steine. Da sehe ich noch einen. Nehmen wir ruhig mit. Das war's. Hier ist noch einer. Steine. Oh, jetzt wird's richtig düster.
Kann man schön sehen, ne, wo unser Camp ist. Da, wo das Feuer leuchtet. Ach ja. Und schon wieder ist ein Tag rum. So schnell geht's. Was ist das Messer noch? 1%, das ist jetzt so gut wie weg. Nee, Messer. Ah, schon ist es weg. Ach, guck mal. Geht auch noch, weil wir haben aber auch eine große Hosentaschen, ne? Aber was ist das? Hier ist auch noch Stein. Ah ja, dann sind wir da hinten. Boah, ist das duster. Ich sehe nichts, ne? Gar nichts. Boah. Ja, dann sind wir ja jetzt hier wieder, wo diese Bude ist. Aufpassen, da könnte jetzt langsam sein, dass die Schlangen neu gespawnt sind. Das dauert, glaube ich, so 2-3 Tage, ne? Mal lauschen. Ich höre jetzt nichts. Wo ist denn der Eingang? Ich habe gesagt, da, wo auch das los ist. Ja, müsste doch hier sein. Aber im Dunkeln ist halt alles so eine Sache, ne? Ja, hier. Ne, die sind noch nicht da, die Stange. Na gut. Dann haben wir das jetzt eigentlich offenbar weitestgehend hier alles durchgeguckt. Schade, ich hätte ja gerne noch ein paar Fässer gefunden hier. So müssen wir jetzt mit so einem komischen Schwanz losfahren. Ich hoffe, das ärgert nicht die Richtung so sehr. Oh, mal gucken, wo hat man denn das Wellblech drin? Hier. Und die Bretter, das war hier irgendwo, ne? Siehst du? Ja, das passt nicht mehr. Und da? Komm nicht. Ja? Ah, wieder alles durcheinander. Da müssen wir die Bretter jetzt reinmachen. Kanister. Steine. Passt nicht mehr. Nächste. Oh, Kiste. Kannst du ja nicht komplett reintun. Fahr ich nach Hause? Wir wollen ja auch mal zu dem Adventure Island hin, ne? Ich will auch fliegen. Aber wir müssen ja sowieso erst noch eine Menge Sprit machen. Oder Teil, hier tippe ich mir hier ab. So, jetzt dürfte aber alles fertig sein. Geräuchert, ja, dann. Oh, der ist doch fast aus. So. Da haben wir dann aber ordentlich Futter. 3, wie viel macht ein großer? Ich glaube 4, ne? Die beiden kleinen haue ich mir rein. Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Ah, es liegt das Fleisch da immer noch rum, aber das ist immer noch in Ordnung. Ist nicht verdorben. Ist aus mit dem Trinken? Ja, das müssen wir. Hm. So, noch eine Kiste. Nehmen wir davon was mit? Das können wir alles hier so lassen. Das ist alles okay. Das lassen wir einfach so hier. Dann würde ich sagen, wenn es hell wird, machen wir es auf dem Weg, oder? Wie spät ist denn das jetzt? Ah, ich gucke mal falsch da. 8:30. Dann würde ich sagen, schlafen. Das können wir ja dann auch genauso gut hier machen. Speichern. Und schlafen. So. Und dann hau ich ab. Wohin? Erstmal nach Hause, oder? Dann würde bedeuten, wir müssten nach Südosten fahren. Ja. Wie spät ist das jetzt? Ja, 6:20. Muss jeden Moment hell sein. So, gucken wir mal. Zweimal trinken und jetzt können wir uns den noch reinfegen hier. Und wenn ich nochmal irgendwann herkomme, finde ich hier 3 große Brocken. Das ist wunderbar.
So. Ja, ich sollte noch warten, damit ich noch was trinken kann. Würde ich sagen. Wo ist denn mein da? Ah, grob? Ah, auf die Insel zu. Da müssten wir auch schon bald wieder den Frachter sehen. Ja, so machen wir. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das denn da rauskriege. Habe ich jetzt alles hier mitgenommen, was ich mitnehmen will? Ich denke, ne? Holz packen wir jetzt hier nicht ein. Aber noch nicht. So, komm, lass ich mal hier rauf. Ah, jetzt ist sie wieder hier so doof. So. Ah, was hatte ich gesagt? Welche war denn das jetzt? Die oder die? Ah, muss ich gleich nochmal gucken. Mach mal auf. So. Treiben wir schon? Ja, wir hängen gleich sofort fest. Kann ich hier schon irgendwas reißen? Ich glaube nicht, ne? Das ist ganz übel. Das ist echt übel. Also mit dem Floß sollte man irgendwie außen, glaube ich mal. Gerade wenn das so ein Riesenapparat ist. Guck mal, jetzt hier ist trocken, ey. So, ich muss mal gucken. Oh, dann müssen wir dann darüber ziehen, ne? Kann ich das darüber ziehen? Das sollte gehen. Komm mal her. Ja. Boah. Ey, dieses riesige Schiff, da ich jetzt rüberziehen. Wenn das jetzt stecken bleibt, habe ich ein Problem. Ja, das geht aber. Geht. Ist es ganz im Wasser? Ich glaube schon, ne? Ja, wir treiben sogar so ungefähr davon weg. Jetzt gucke ich nochmal auf meinen Kompass. Da habe ich gesagt Südosten. Da ist richtig. Fahren wir da links an der Insel vorbei, würde ich sagen. So, was war jetzt für vorwärts? Ich hoffe, ich glaube das, ne? Ja, richtig geraten. So, tschüss Paradies. Wir wollen erstmal nach Hus. Da werden wir nämlich dann mal gucken, wie es um unsere Kartoffelpflanzen steht. Und dann, ja, wir müssen auch mal so langsam anfangen, dann Benzin herzustellen und auch weitere von den Lehmbauziegelbrocken machen. Ja, ein bisschen muss ich lenken, sonst hängen wir näher bei den Wracks fest da. Was ist das denn? Guck mal, da viele Wracks sind hier bei der Insel. Da sind wir noch nicht drauf gewesen, ne? Könnte man ja mal kurz einen Abstecher machen, sich mal angucken hier, das Inselchen. So ein bisschen Leder kann man immer gebrauchen, oder? Da ist bestimmt so eine Sau. Ich habe ja noch ein bisschen was frei an den Taschen. Ich könnte ja auch noch ein bisschen Holz mitnehmen. Kann man immer gebrauchen. Ja, komm, machen wir. Hier eben mal kurz Stopp machen. Jetzt muss ich aufpassen. Da steht so ein Pin raus. Da bleibe ich womöglich sonst hängen. Und wenn du das dann frei rupfen willst... Ja, vielleicht finden wir ja auch Fässer hier. Jetzt habe ich aber die Seile nicht mitgebracht. Hm. Eigentlich mache ich auf jeder Insel... So ein Überlebensding. Habe ich mein Bett eingesteckt? Ja, ne? Also so ein... Ah, ich habe es befürchtet. Genau das habe ich befürchtet. Ah, jetzt sind wir wieder frei. Aber kriege ich jetzt die Kurve? Ich will dahin. Oh, da ist ja interessantes Zeug. Ich will unbedingt dahin. Rum. Ich höre schon den Hai. Naja. So.
Oh, warte mal, du kannst ein Stück weiter. Ja, 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 ja. Hier kannst du stehen. Da sind große Krabben. Was hier alle rumliegt. Dann werde ich jetzt erstmal. Ich habe ja noch so ein bisschen was dabei, ne? Da, guck mal, ja, 4 Stück gehen da noch rein. Ende. Da unten. Hier. So, pass auf, dann gib mir aber mal noch 2. Hä? War das nicht hier? Wo hab ich denn die Speere reingetan? Hier? Ah ja. So, dann habe ich 4 davon, ne? So. Also. Weil die zwicken einen, nämlich die Großen, die machen schon Aua. Die Kleinen nicht, aber die Großen schon. So. Guck mal mit. Nee, kann ich das wohl nicht? Da ist nämlich auch Fleisch drin. Da geben wir uns jetzt erstmal hier ab. So. Bevor wir das jetzt hier genauer untersuchen. Ach, guck mal, für unsere Pflanzkisten. Was ist das? Ein Kochtopf? Aha. Okay. Also, das ist ja keine von mir gemachte Insel. Das ist ja eine spielgenerierte Insel. Meistens sind es nämlich 2 von den großen Krabben. Und dann noch 1, 2 Schlangen und manchmal noch so ein großer Eber. Da ist der 2. Siehst du? Ja, ja, dann komm. Wie stark bin ich verletzt? Ja, oh, halb so wild. Dann nehme ich jetzt aber auch erstmal mit. Ich glaube, das gibt mittelgroße Fleischstücke, 2 Stück oder so, ne? Ich sehe nichts. Gott ist das, weil wir anders rumgehen können. So, hier liegen lassen. Es gibt schon wieder Wetter, oder? Sieht so aus. So, lieber bewaffnen. Falls der Eber hier auch noch rumläuft. Ja, 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 Wetter. Natürlich. Jeden Tag. Jeden Tag. Und das finde ich echt ein bisschen nervig. Ah, ja. Ich sehe keinen Eber hier, das waren nur die großen Krabben. Ich habe auch noch keine Schlange gehört. Tja. Komm, bevor der Sturm richtig losbricht, gucken wir nochmal hier. Da sehe ich nämlich schon die Schränke. Da ist nichts drin. Na gut. Dann eben nicht. Ah, oh oh. Hier noch was? Nö. Hm. Das wird schon wieder so ein Wetter sein hier. Ich brauche ein Messer. Wie geht das nochmal? Lass doch mal gucken. Was brauchst du dafür? Ich habe nämlich keins mehr. Der muss weiter oben sein. Hier. Steinmesser, Seil und Stock. Kein großes Ding. Stock haben wir schon. Seil machen wir jetzt eben einmal. Zwei. Hier, mach mal Steinmesser. So.
deswegen, weil das ja auch Verbrauchsmaterial ist, sollte man Steine und was alles mitnehmen. Einen noch, ne? Können wir auch die runterklopfen hier. Aber so richtig Lust, jetzt die Palmen umzuhauen und Holz zu verpacken, habe ich eigentlich gar nicht. Das ist Arbeit. So, machen wir hier ein Seil. So, jetzt müsste ich so ein Messer machen. So, jetzt habe ich wieder ein Messer. Genau. Und dann können wir hier die runterklopfen. So. Haben wir hier noch mehr von den Lukas? Da hinten. Ja komm, so ein bisschen Holz nehmen wir ruhig mit. Oh, dieses Wetter. Das nervt mich. Ja, das ist immer schwer zu finden, hier wo die hinfallen. Da ist noch was. Noch einer? Ne, ich glaube, das war's. Gut, komm, wie viel haben wir hier noch drauf? 79%. Nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Yay! Die hat aber festgesessen. So. Ach ja. Zack. Ich müsste hier auch so einen Wasseraufbereiter bauen. Das mache ich auch. Ne? Eigentlich auch so einen Grill. Aber wenigstens ein Wasseraufbereiter. Und ist hier noch... Na, hier ist noch Platz. Warte, warte mal, warte mal. Warte. Ich glaube, hier war ich noch nicht durch. Hier, da... Ja, jetzt geht es mir mehr, ne? Dann mache ich das. Vielleicht machen wir drei Steine, ne? Die Dinger brauchen wir. Ein bisschen Holz. Das nehmen wir auf jeden Fall mit hier. Da Stein. Ach, Stoff brauchen wir auch einen. Liegt hier irgendwo ein Stoff rum? Hast du hier irgendwo einen Stoff? Hier vielleicht? Nee. Aber warte mal, den hat er hier drin. Seil haben wir auch. Guck mal, alles fertig. Aber kein Stoff, ne? Ich brauch so einen blöden Stoff. Da hab ich vorhin schon geguckt. Hier in der Mitte liegt ja nichts rum. Oh, nee. Denn, gucken, ja, trinken wäre... Ich habe zwar die Flasche mit 5 Schluck, aber die will ich ja auch ganz gerne als Reiseproviant mitnehmen. Kein Stoff. Habe ich irgendwo Stoff? Ich habe nur einen Stoff da gelassen, im Paradies, ne? Kann man von hier aus sehen? Ich bin hergekommen. Ja, da, guck mal. Ach, da ist ein Schiff, da haben wir doch bestimmt auch Stoff, oder? Pass mal auf. Bringen wir das jetzt zurück. Ja, ich habe auch keinen Bock mehr auf den Sturm. Wie spät ist das jetzt eigentlich? 14 Uhr, relativ früh. Jeden Tag um die Zeit ist hier dieser blöde Sturm. Ach, jetzt lässt er nach. Guck, jetzt lässt er nach. Ah, da ist der Puls. Warte mal, ich habe doch Wellbleche schon mal weggepackt. Aber ich vergesse halt immer, wo ich die hingepackt habe. Doch hier, siehst du? Machen wir die dabei. So. Dann lasse ich das da liegen. Und dann gehen wir mal zu diesem komischen Wrack da vorne. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich lege jetzt mal das Zeug hier ab. Das. Und die beiden Stöcker. Und die beiden Steine. Und dann gehen wir da in das Wrack da hinten, weil ich da gerade gesehen habe. Ein Stück weiter rum, ne? Da vorne das. Gut. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und lasst ein Like da, schreibt Kommentare. Seid beim nächsten Mal gerne wieder dabei. Dann machen wir hier mal so die Notausstattung eben hin. Das ist ja wahrscheinlich kein großes Ding.
Jo, dann packe ich noch ein bisschen Holz rein und dann fahren wir weiter. Soweit der Plan. Bis dann, bye bye und tschüssi.